Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zurück. Nach einem Monat gibt es mal irgendwie halbwegs wieder ein vernünftiges Video. Es gab ja hier und da ein paar Let's Plays, das einfach so Zusammenschnitte von Twitch-Streams, die wir hatten, wo ich es tatsächlich mal geschafft habe, irgendwas auf die Reihe zu bringen, weil ja der Monat war wild für mich. Entweder hatte ich null Motivation, habe ewig gebraucht, überhaupt nur irgendwas zu machen. Ich habe teilweise 2 Stunden gebraucht, um ein Dokument auszudrucken. Also so unmotiviert war ich. Und dann hatte ich eine Phase, nachdem ich aus der depressiven Runterphase, dieser Downphase, ein komplettes Hoch hatte. Aber da war ich so gehypt auf alles, dass ich auch wieder nicht hinbekommen habe, weil ich mich von allem ablenken lasse. Ich wollte irgendwas hochladen, keine Ahnung, habe Bilder gezeichnet, wollte die hochladen und dann habe ich mich beim Hochladen auf Instagram, Twitter oder sonst was mit nebenbei 5 anderen Dingen beschäftigt und habe halt nichts geschissen bekommen. Und ja, ich hoffe, momentan bin ich wieder auf so einem Level angelangt, dass das jetzt wieder funktioniert und ich effektiv arbeiten kann. Hat sich auch einiges geändert. Ich habe viele, viele Sachen halt angefangen im Monat zu starten, auch mit einer Freundin. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben einen VOOG-Stream gestartet. Also VOOG ist eine Plattform, wo du quasi mit Sammelkarten live gehen kannst und die dann verkaufen kannst. Also wir verkaufen so Custom Packs. Da sind wir gerade am Aufbauen. Das ist halt auch wieder Geschäft, gewerblich etc. Da hängt so viel dran. Es ist wahnsinnig, hier in Deutschland einfach nur so ein fucking Gewerbe zu machen. Da hängt so viel dran. Du musst da warten, hier was schicken, dann ist hier was falsch. Dann ist das zu ungenau, weil die wollen das irgendwie detailliert genau haben. Es reicht ja nicht, dass du schreibst, ja, Digi, wir verkaufen Pokémon-Karten auf einer Streaming-Seite. Das ist so ungenau. Die, keine Ahnung, was da. Deutsche Bürokratie ist halt anderes Wurmloch. Das läuft. Ich habe generell, nehme ich wieder Aufträge an. Ich hatte jetzt die letzten Monate halt komplett gestoppt. Ich hatte ja vor einer Zeit schon gesagt, ich nehme keine 3D-Modelle an, jegliche Art, weil sie mich halt extrem runtergezogen haben. Das ist auch so der Beginn meiner mentalen Absturzes waren halt die letzten beiden Aufträge, die ich hatte von den Modellen her. Und auch hier, ich mache demnächst mal ein Video dazu, wie ich persönlich meine Aufträge demnächst haben möchte, dass ihr auch vielleicht auch so einen kleinen Guide habt, weil es kamen sehr, sehr viele Missverständnisse, viele Sachen, die nicht gewusst wurden, weil keiner wusste, was ein Rig ist, keiner wusste, was Bones sind und Blend Shapes und so weiter. Und das war halt alles ein bisschen kompliziert, das währenddem noch zu erklären. Und so ein paar Sachen, worauf man achten müsste, wenn man halt ein Reworld Studio Avatar sich bestellt oder halt ein komplett Custom 3D-Charakter, dass man einfach so die Terms kennt und einfach so ein bisschen weiß, wie man das für einen Artist leichter macht. Und noch eine Sache, die ich halt machen werde, die werde ich auch für die Aufträge, so Zeichnungsaufträge übernehmen, weil es mir momentan viel, viel, viel zu oft passiert, dass halt ständig immer wieder laufend Sachen geändert werden. Und das ist ja immer so eine Sache, die halt auch Zeit in Anspruch nimmt. Also ich weiß nicht, ob man das als Nicht-Artist nicht versteht, dass man sich auch für eine Skizze einfach mal 1, 2 Stunden hinsetzt und die macht, je nachdem, was man da macht. Und wenn man die ständig ändert und halt auch dann erst ändert, wenn es fertig ist, weil ihm dann erst einfällt, dass man irgendwas geändert haben möchte an der Pose, dass das halt einfach auch Zeit ist, die halt andersweitig genutzt werden könnte, wenn man versteht, was ich meine. Das ist mir jetzt öfters passiert. Der letzte große Frust war leider mit Sharky. Es tut mir auch leid, dass wir so aneinander vorbeigeredet haben. Das war halt auch fehlende Kommunikation auf unserer Seite. Das hat beide Seiten nicht funktioniert. Das war ein bisschen doof gelaufen. Wir haben es jetzt geregelt. Es funktioniert wieder alles. Nur, dass ich da halt einfach mal ein separates Video mache. Einmal ein Video für so 2D auf, so Zeichnungen und so weiter, was man da machen könnte. Ich rede dann halt aus meiner Sicht. Jeder Künstler macht das ja ein bisschen anders. Aber ich denke, das ist eine schöne Sache, die man halt auch mal machen könnte. Gerade halt auch was in den 3D ist, weil vieles einfach nicht gewusst ist, weil man sich ja nicht immer mit 3D-Aufträgen beschäftigt, wenn man auch ja selber das nicht macht. Sei es jetzt, ob es ein VTuber-Modell ist, das man gemacht haben möchte, oder halt irgendwas anderes, irgendein anderes Asset für ein Spiel oder so, dass man da halt ein bisschen besser weiß, wie man vernünftig oder halt wie man halt seine Ideen dem Artist verständlich macht, dass beide auf demselben Nenner sind. Sagen wir es mal so, dass man da halt so eine kleine Stütze gibt. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, das denke ich, das sind so ein paar Videos, die ich machen werde. Auf jeden Fall die nächsten 2 Videos versuche ich die zu machen. Dass man dann halt einfach auch als Hilfe, das ist, wie gesagt, ich kann aus meiner Perspektive nur reden. Ich rede dann drüber, wie ich persönlich es mag, dass man mir Aufträge gibt, dass mir auf einem Nenner sind. Ich sage, manche Artists machen anders, aber ich denke, das kann man am Ende dann einfach so als kleine Basis nehmen. Gerade für Leute, die halt Sachen noch nicht viel in Auftrag gegeben haben, dass man halt einfach irgendwo anfängt und weiß, was man so alles braucht. Ich glaube, das ist mal eine gute Hilfe. Ich halte das für eine gute Idee. Könnt ihr mal in die Beschreibung schreiben, ob ihr das auch für eine gute Idee findet.
Und generell habe ich auch ein paar Sachen noch in Planung, im Laufen. Ich habe jetzt einen Etsy-Store aufgemacht. Momentan gibt es da Pokémon-Sticker. Auch die, die man halt tatsächlich auf Wokt mit in die Pakete reinpacken. Die gibt es da separat zu kaufen. Wie gesagt, Links sind alle unten in der Beschreibung. Ich habe da einen Linktree jetzt neu gemacht, dass man das alles schön sortiert hat, dass das nicht mehr so ein Gewusel ist, wo was ist. Da könnt ihr euch das raussuchen. Da wird demnächst auch mehr kommen. Ich plane jetzt erstmal meine ganzen Folder durchzugehen und ein paar auch ältere Bilder rauszusuchen, die halt noch vernünftig aussehen, dass man die so ein bisschen aufbereiten kann. Entweder als Sticker oder dann halt als Prints für so A4, A5 Format, einfach so oder so Postkartenformat, dass man so ein bisschen ausgedruckte Scheiße kriegt. Ja, so ein bisschen was an allem dazu machen. Buße läuft, ich habe auch zwei Modelle. Unser Palim-Palim-Windspiel im Hintergrund ist halt eins davon. Ich habe noch ein normales Glaswindspiel. So bin ich auch auf die Idee gekommen. Ich habe erst ein Glaswindspiel gemacht, weil ich dachte, das ist eine schöne Sache. Und dann habe ich gesagt, oh lol, so ein Palim-Palim ist ja eigentlich ein Glaswindspiel. Kannst du ja eigentlich auch modellieren. Gibt es beides auf Buchs, wenn es euch gefällt. Hat beides auch nur eine Base-Color und das Glaswindspiel hat eine Transparenz noch dabei. Es ist beides halt in dem Toon-Shader gemacht, weil das jetzt primär doch wirklich an VTubing geht und halt einfach eine simple Form, eine simple Farbe ist nichts großartig aufwendig, wie ihr seht. Ich habe das Modell ja relativ simpel gehalten, auch die Textur, halt, es ist nur eine Base-Color drin. Ich hatte noch eine Normal-Map gemacht, die funktioniert mit dem Toon-Shader leider nicht so gut, das sah ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich die weggelassen. Ja, und da wird es wahrscheinlich auch wieder mehr 3D-Stuff geben. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder an eine Welt dran setzen, aber so einzelne Sachen, so kleine Assets oder so, werde ich hier dazu machen. Demnächst wird es einen neuen Chibi geben. Ich habe wieder so einen absurden Auftrag bekommen. Das fand ich irgendwie funny. Ich bin mir aber noch unsicher, obwohl ich schon bezahlt worden bin. Es geht folgendermaßen. Ich hatte ja diese Chibis gemacht. Ich hatte die Flip Floyd-Männer mal gemacht. Ich will immer Jungs sagen. Es sind keine Jungs mehr. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Die Chibis habe ich gemacht, diese drei. Ich blende die mal kurz für euch ein. Und ich habe einen Auftrag für einen neuen Chibi. Ich soll einen anderen YouTuber machen. Ich spoiler noch nicht, wer es ist. Ich mache es auch nur, weil ich die YouTube-Videos von ihm auch gerne gucke. Und der Haken an der Sache ist, ich gebe das Modell nicht raus, weil A, habe ich da die Rechte nicht für. Also ich habe die Rechte an dem Modell an sich, aber ich habe nicht die Rechte für den YouTuber und ich will keinen Ärger kriegen. Das geht alles nur an private Nutzung raus, aber ich werde dafür bezahlt, ein Modell zu erstellen und davon ein paar Posen Screenshots zu machen und die dann halt dem Auftraggeber zu geben. Das ist alles abgeklärt. Ich hoffe, es ist auch verstanden von ihm. Ich habe es mehrmals erwähnt, dass ich sage, das Modell bleibt bei mir. Ich rücke das nicht raus. Das kriegt kein anderer außer mir, weil ich will mich nicht in Teufels Küche setzen, aber ich denke, mit so Screenshots kann man leben, weil das fädelt ja dann unter Fanart. Ich glaube, das ist okay. Man darf es halt dann nicht kommerziell nutzen. Generell ist es auch so eine Sache, weil das ist ein großes Thema, was immer wieder vorkommt. Ich weiß nicht, wie das immer wieder vorkommt. Es kommt auch immer wieder vor von größeren Twitchern oder Streamern oder YouTubern, die bei mir Sachen in Auftrag geben, die halt unter Copyright fallen. Ich weiß nicht gerade in der Größe, wie man immer noch auf die Ideen kommen könnte, dass man halt einfach Sachen nutzt, die halt aus Büchern, Filmen, Serien und sonst was ist und das halt an nutzen will. Ich sehe das gerade auf Twitch so oft, dass halt auch Alerts und hast du nicht gesehen und Emotes und so weiter halt einfach Bilder enthalten, die eigentlich Copyright geschützt sind. Ich kriege auch jede Menge Modelle von anderen YouTubern, die halt einfach umtexturiert werden sollen. Ich weiß nicht, wie oft ich Garagura schon umtexturieren sollte. Oder halt erstellen in anderen Texturen. Ja, sowas gibt es halt bei mir nicht. Es gibt halt Ausnahmen, sind tatsächlich Zeichnungen und so weiter, die dann halt auch wirklich nur ohne jegliche kommerzielle Nutzungsrechte oder so, weil ich will keinen Ärger kriegen. Generell alles andere, was jetzt nicht irgendwie unter dem Bereich ist Fanart ist, gibt es bei mir immer die kommerziellen Nutzungsrechte einfach dazu. Ohne Aufpreis, sie sind bei mir quasi schon mit inbegriffen. Man darf die Bilder auch weiter verkaufen. Das wird oft das gefragt, dass man halt Merchandise draus macht oder so. Hatte ich jetzt auch schon öfters. Gerade Chucky Zietze hat ja viel von meinen Zeichnungen als Merchandise drin. Fairy Liz hat auch einige Bilder noch von mir. Also, wie gesagt, bei mir kriegt ihr die außer Fanarts natürlich die kommerziellen Nutzungsrechte mit dazu. Bei den anderen ist halt alles für private Nutzung, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, wie viel. Es ist nicht so einfach. Ja. Und ich denke, das war's. Ich habe komplett den Faden gerade verloren, aber ich habe jetzt, glaube ich, so ungefähr 10 Minuten geredet. Das passt schon irgendwie.
Ich hau das jetzt immer drauf und ja, schön wieder hier zu sein, schön zurück zu sein. Wie gesagt, ich werde wieder öfters versuchen zu streamen, weil es hat mir auch irgendwo gefehlt. Nur ich bin im letzten Monat einfach nicht in der Lage zu irgendwas gewesen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Ich hatte halt die Let's Plays hochgeladen, dass halt irgendwas hochkommt, dass es nicht ganz so lost ist. Aber es wird wieder mehr Laber-Videos mit Timelapse geben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mache ich persönlich ganz gern. Die setze mich einfach hin und hau dann entweder mein Avatar, das VTuber-Modell drauf oder ich lasse meinen Avatar da blöppen und verschiedene Posen machen. Da kommen demnächst wahrscheinlich auch ein paar mehr Posen, dass er ein bisschen ausdrucksstärker ist, weil ich habe halt immer nur so Standarddinger. Hebt die Hand, macht A, E, U oder sonst was. Es war jetzt mal ein PNG-Tuber gedacht, aber irgendwie habe ich es dann auch gelassen und ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt auch schon. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Mittag, Moin, Abend, keine Ahnung, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns die nächste Zeit, die nächsten Videos einfach mal ein bisschen wieder. Ciao, ciao.